Auf jeden Fall. Ah, ich schätze mal, da wird es jetzt dann drei Gänge. Oh. Dachte die ganze Zeit, da kann ich noch drüber gehen. Wird es dann drei Gänge geben, schätze ich mal, und in jedem wird ein Minecart sein. Mal wenn ich. Das. Abstelle. Zack. Jetzt müsste der Wagen drunter sein. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so genau timen muss. Gibt's bestimmt irgendeinen Trick dahinter. Irgendeinen Spezialtrick. Ich jetzt wechsle. Klappt das? Ah, perfekt. Geht doch. Ich sag's ja. Timing ist nicht immer alles. Einmal quer durch die Achterbahn. Jetzt könnte eigentlich dankbar sein. Jetzt habe ich ihm Gold auch noch beschert. Zu dem Wagen dazu. So, erstmal den Eimer wiederholen. Muss mir nochmal Dynamit besorgen. Diamant, ja. Nein! So rum. Aber es war schon mal sehr gut. Lore 1 ist gerettet. Gerettet vor allem, ja. Als ob die in Gefahr wäre. Gefahr, dass ich nicht ganz viel Gold in meiner Tasche drin habe. Oh, oh, oh. Schrecklich. Zukunftsfrau, beweg dich. Das Seil geht hier durch den Eimer durch. Eindeutig. Das bilde ich mir doch nicht ein. Nium. Ah, ich wollte gerade rüberdenken. Nium. Dauert ein bisschen hier runter zu gehen. Vielleicht hätte ich dem Ritter das geben sollen. Dankeschön. Ich melde mich später wieder. Das war jetzt gruselig. Heben mal schön aufwärts. Oben ist das Licht. Dann Nummer 2. Und zwar abwerfen. Einmal mitnehmen. Perfekt. Hier haben wir Zukunftsfrau. Oh. Okay. Okay. Ah, da unten. Okay, da drüben ist der Leiter. Gut, ich bin nicht vollkommen verloren. Aber als erstes brauche ich mein A-Team. Das ist Murdoch. Der kleine verrückte Kerl. Dann haben wir noch eine Höhlenmalerei. Bester Angestellter aller Zeiten. Nicht er. Dann haben wir noch unseren Hannibal, der Kluge, der die Pläne austüftelt. Unsere Zukunftsfrau ist unser Face. Hallo Face. So, und jetzt müssen wir erstmal. Das wirkt jetzt irgendwie gemein. Sie ist die Gewichtige hier. Wo muss denn der Wagen überhaupt hin? Ich glaube in der Mitte raus, oder?
Ja, dann gehe ich halt die Treppe entlang. Erstmal raufschieben. Aber ich werde jetzt den Eimer... lege ich mir jetzt zum Ausgang hin. Und sterbe bei dem Versuch. Nein! Es... Oh! Sogar überlebt. Nein, den Eimer gerne zum Ausgang stellen. Ah, boah, knapp. Warte mal. Ja, in der Mitte muss der Minenwagen raus. Perfekt. Mal, dann gehe ich mal mit der runter. Nein! Ah. Hm. Ja, da muss er jetzt mit... erstmal mit dem oben rauf. Und mit der auch noch rauf. Doppeltes Gewicht. Wenn so dick wie die ist, reicht ihr Gewicht allein. Nein, Spaß. So dick ist sie jetzt auch wieder nicht. Das drauf und schon sind wir auf gleicher Stufe. So, jetzt schieben wir mal den daher. Jetzt rattern die natürlich runter. Jetzt brauche ich erstmal wieder hier oben ein Gewicht. Ist ja eigentlich jetzt nicht so schwierig. Nein! Okay, wat? Ist schon okay. Muss nur der Ritter runter. Den gleich in die Mitte stellen, dann ist er gleich vorhanden. Nein! Ma! Face, du stehst im Weg. Nervig. Einfache Lösung. Ihr schiebst drauf. So. Und jetzt einfach, ganz einfach. Einfach, ganz einfach. Die Frau und den Ritter oben raufstellen. Schon sind wir in der Mitte. Und können den wegschieben. Nein. Ganz weg. Ganz weg. Quer durch die 10 Loopings. Der kann sich freuen. Ja, ganz ruhig. Ja, die kann die Frau schon selbst mitnehmen. So, hops. Schaufel wieder mitgenommen. Und dann hops. Ah, verdammt. So eine knifflige, so eine Fitzelaufgabe. Ist genau der letzte Millimeter, auf den man springen muss, damit die da oben landet. Ah ja. Okay, Nummer 1 ist da. Nummer 2. Hops. Boah. Nummer 2 ist auch da. Und der werte Ritter. Mit der zerstörten Nose Mais. Ist auch schon zur Stelle. Gleich. Anlauf holen. Hops. Geschafft. Weiter geht's.
Gleich wieder die nehmen. Die anderen können hier bleiben. Ich hole jetzt nochmal eben Dynamit. Nochmal nachschöpfen. Muss schon frisches Wasser sein. Nein! Verdammt! Ich hätte doch dem Ritter geben sollen. Letztendlich bewährt sich die Unverwundbarkeit doch schon ein bisschen. Immer noch wütend. Wieso der immer noch so wütend ist? Versteh's nicht. Jetzt hat er schon eine ganze Lore voll Gold, eine ganze Lore voll Essen. Was will denn der noch? Kommt jetzt eine ganze Lore voll Frauen oder was? Komischer Kauz. Die klettert aber schnell dafür, dass sie nur einen Arm zur Verfügung hat. Und jetzt müssen wir da rein. Aber zuerst mal alle raufholen. Muss er sowieso früher oder später. Können die auch gleich alle der Explosion beiwohnen? Zack. Nummer 2. In sicherer Entfernung. Und Mrs. keine Ahnung was. Die müssen doch jetzt auch mal eine Verwendung bekommen, die Schaufel und die Dose. Oder? Sichere Entfernung, wie zuvor. So, anzünden. Ablegen. Einmal mitnehmen. Laufen. Und zusehen. Was haben wir denn jetzt hier? Ui! Da ist ja was. Er klettert vielleicht rauf. Danke. Ah, so. Neues Bildchen. Entdeckung unendlicher Energie. Ja, dafür kann man schon mal einen Preis bekommen. Boah! Also zimperlich ist die schon. Stell jetzt mal die Sachen hier ab. Zumindest den Eimer. Den Eimer brauche ich normalerweise ja nicht. Hat zumindest einen in der Hand frei. Nein. Boah. Ach, da stirbt es jetzt wieder nicht. Erklär mir das. Hier ist ein Ausgang. Das ist alles? Na klar. Soll ich mich reinsetzen? Vielleicht muss ich das sogar. Vielleicht muss ich das sogar. Ah. Boah, gerade noch gelandet. Anschieben. Viel Spaß. Nein. Ah. Ah, verdammt. Kann ich mich da eigentlich mit Items reinsetzen? Würde ich gerne mal probieren mit der Schaufel. Boah, nicht darauf springen. Die Lore steht denkbar ungünstig. Ding. Ja, perfekt. Genauso will ich das haben. Und dann stelle ich den Ritter lieber aus dem Weg. Los geht die wilde Fahrt. Muss die Weichenstellung treffen. Ah, perfekt. Komme ich jetzt unten raus? Ja. Here it is, a special empty mine car. Miner can't have enough empty mine cars.
Oh, look at that. Those mine cars meant the world to that old guy. Maybe a reward is in order, hm? Ja, wirklich. Oh, das Gefühl, wir bauen noch ein Gewicht extra. Oder? The miner wasn't such a bad guy. He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be, but it will change you. And that, my friends, is what's hard. Das ist das Schwierige daran, mein Freund. Habe ich eigentlich einen Taucher? Gibt's ihn auch? Hm. Man bräuchte auf jeden Fall einen, um darüber zu kommen. Was sind wir denn jetzt genau? Oh je. Jetzt wird's ägyptisch. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.